Da kommen jetzt schon die Uruks und wollen meine Bogenschützen killen. Die Bogenschützen. Okay, haben es geblickt. Wollt sie gerade hinschicken. So, was ist hier? Achso. Ja, dann, ihr sollt euch auch darum kümmern. Hier ein solcher. Was mit denen? Die rennen ja so um die Steine rum, bis sie es raffen. Okay. Damit muss ich noch warten. Stallungen brauche ich eigentlich nicht. Ich könnte schon mal die Dings bauen, das Nebentor. Ich baue am besten gleich zwei Nebentore. Und zwar hierhin. Und hierhin. Das sollte eigentlich passen. Vor allem für meine Rohirrim. Und andere werden da eh nicht rausgehen. So, meine Bogenschützen sind schon tot. Das ist gut. Dann kann ich gleich wieder neu bauen, um sich zu opfern. Schon ein bisschen krass. Okay. Problem ist aber auch, dass ich das jedes Mal machen muss, wenn ich neue Bogenschützen machen will. Weil ich ja dann wieder die Feuerpfeil-Upgrades haben will. Und dazu muss ich erst wieder das auf Rang 2 bringen. Das ist ein bisschen blöd, aber es geht ja nicht anders. Dann muss ich dann die ganze Zeit wieder Bogenschützen ausbauen, die ich opfer. Off. Nicht gut. An diesem Punkt kann man normalerweise Einheiten beschwören, die dir da helfen, die da nicht so extrem verwundbar durch verdammte Lanzenträger sind. Allerdings, wenn die mir folgen, kann ich hier hin. Wenn die mir folgen, können meine Bogenschützen sich darum kümmern, die hier auf den Mauern stehen. Das kann ich übrigens jetzt schließen, weil ich jetzt hier... Das ist fertig, ne? Ja. So, ihr geht gleich mal raus. Kümmert euch hier drum. Stellt euch einfach direkt da draußen hin, dann verreckt ihr halt das erste. Was macht ihr denn? Das Tor ist zu, geht außen rum. Ja, hier und mehr rennt halt einfach ganz außen rum. Nicht so weit außen rum. Ach, scheiße. Was macht ihr? Ihr seid raus, ne? Das müsst ihr. Ich hoffe, es hat viel geblickt. Weiß ich aber jetzt nicht. So, Rüstkammer muss ich bauen. Und da ich kein... Ah, verdammt. Na gut, die sterben mich jetzt rein. Die kann ich holen, aber erst wenn die Lanzenträger erledigt sind. Und wo sind die jetzt? Ich bin extra hierhin zurückgeritten, falls die Lanzenträger, damit die Lanzenträger hier in meine Falle tappen. Ja gut, dann wieder raus. Yeah, jubeln, jubeln und so. Okay, die kommen von der Seite, oder was? Ach, die stehen da nur rum. Jetzt, die greifen mein Gehöft an. Das ist doch nervige. Könnt ihr bitte nicht auf meine, könnt ihr bitte meine Festung angreifen wollen? Oh, was ist mit euch los hier? Ja gut. Die kümmern sich darum, die opfern sich da. Das ist gut. Bei denen muss ich aufpassen, dass die mich angreifen, weil die sind echt nervig gegen Rohirrim. Das sind die einzigen, die meine Rohirrim wirklich richtig verletzen können, ja? So, Eomer ist Level 4. Speerwerfen braucht aber Level 5. Gut. Da die jetzt immer noch hier drum in der Gegend rumstehen und mich nicht stören, reite ich jetzt mal in der Gegend rum. Die fliehen schon wieder, da meine Bogenschützen erledigt sind. Kann gleich wieder neue machen. Wahrscheinlich wieder 4 Trupps, damit das Rang 2 erreicht. So, hier sind wieder dämliche Uruks. Oh, ich bin schon im Lager des Feindes. Okay. Egal, kümmert euch einfach mal drum. Wo sind die Lanzenträger? Fuck, die greifen mich jetzt bestimmt gleich wieder von hinten an oder so. Nein, ihr sollt jetzt hier nicht angreifen. Nee, die Lanzenträger stehen wahrscheinlich hier gerade im Schatten rum. Ah, okay, ist gut. Stört mich dann nicht so groß. Baue ich hier ein Gehöft, bevor die eins bauen können. Haha. Bauen die, haben die schon wieder Lanzenträger? Nee, das sind alles normale. Okay, ist gut. Kann ich hier ein Gehöft bauen. Da unten ist schon wieder Gold. Oh, seht euch das an! Das sind Penner. Die greifen gleich an, ne? Kümmere ich mich erst kurz um die Penner. Oh! Loser Viecher, ey. So, ihr kümmert euch da mal kurz drum. Und ihr holt euch das Geld und... Ja gut, das ist jetzt keine so gute Idee, dass ihr da an vorderster Front steht. Ihr seid Bogenschützen. So, ihr reitet hinüber, okay? So, wir haben jetzt hier ein... Oh Gott, damit, guckt euch das an, diese Penner! Könnt ihr mich einfach hier angreifen oder so? Ist es so schlimm? Kommt hier. Ihr kümmert euch drum. Macht sie fertig. Damn it! Lasst meine Gehöfte in Ruhe. Das ist doch behindert, ihr Penner. Egal. Oh, Alter. Egal. Jetzt kümmert euch erstmal darum, wo ihr gerade seid. Bogenschützen haben keine Lust. Okay, dann nicht. So, das Geld mitnehmen. So. Und jetzt rennt ihr da runter und kümmert euch um die Penner. Aber auf dem Weg dorthin werden wahrscheinlich... Oh. Oh, oh, oh. Genau, vernichtet sie. Okay, ich probiere es jetzt einfach. Ich stürze mich jetzt da rein und wenn wir alle abkratzen, kann ich laden. Allerdings nicht auf Weltkarte speichern. Ich stürze mich jetzt einfach in die dämlichen Lanzenträger. Und dann heile ich mich eben danach in meinem Lager. Tada! Jetzt kommt da mal hin. Oh, fuck. Oh, sogar Eomer stirbt hier. Okay, nee, das ist keine gute Idee. Vor den Pennern muss ich fliehen. Wie ihr seht, die machen meine Männer kalt, ey. Hallo Frodo, wie geht's?
Wow. Diese Ersche. Ja, ich muss echt aufpassen auf die Lanzenträger. Vor allem, wenn sie geschmiedete Klingen haben, dann sind die ja nochmal um einiges mächtiger. Die machen ja so schon meine Rohirrim platt. Aber gut, muss ich halt kurz mal wieder flüchten, ne? Feige Rohirrim. Okay, ja, bitte lade mal schneller. Okay, da draußen sind komische Geräusche. So. Ja, bitte feed. Oh, macht keinen Mist. Ihr müsst wegrennen. Da ist mein Gehöft, das wird jetzt auch gleich eingegriffen. Ziemlich nervig. Die verfolgen mich, die Penner. Die verfolgen mich gnadenlos. Reitet einfach über sie drüber. Wir haben keine Zeit. Ja gut. Das ist eh egal. Wir werden auch dadurch vernichtet. So. Das mit dem Bogenschützen, die werden abgeschlachtet. Die sind hinüber. Okay. Gleich wieder einen neuen Trupp Bogenschützen holen. Und dann habe ich Rang 2 erreicht. Die können dann endlich mal richtig hier. Können sich da hochstellen. Oder hier hin, weil von hier kommen die meisten Angriffe. Zumindest habe ich bisher keine von hier gesehen. Was ist hier los? Ah, verdammt nochmal! Habe ich den ganzen Trupp verloren? Nee. Hä? Moment. 165 war es vorher? Nee, 100. Wie waren das? 170, ne? Ja gut, dann habe ich zwei Einheiten verloren. Zwei Einheiten, okay. Oh, ihr seid so Nervtöten, wisst ihr das eigentlich? Zwei Einheiten habe ich verloren. So. Das ist jetzt nicht gut. Ja, wenn die Bogenschützen nicht darum kümmern, soll das nicht allzu großes, kein allzu großes Problem darstellen. Die Bogenschützen können ja fast wieder davonlaufen. Nein, ihr schafft das nicht. Ihr kriegt mich nicht. Kommt schon, kommt schon. Kommt schon. Einer noch. Ah, oh, verdammt nochmal hier. Okay, ich muss hier aufpassen. Ich muss dorthin drin. Ah, oh, das gibt's nicht. Gott, ihr seid echt nervig. Okay, ich habe aber mehr als genug Dings. So, jetzt zuerst mal heilt ihr euch. Wisst ihr das? Ihr heilt euch. Also, ihr rennt jetzt da rein und heilt euch. Als nächstes machen wir hier Banner-Upgrade und hier ein Banner-Upgrade. Was wird jetzt hier gemacht? Okay, das muss alles gemacht werden. Hier ist jetzt das, die können dann dahin. Ich wollte zwar zuerst einen Turm bauen, aber ich habe mich jetzt doch fürs Banner-Upgrade entschieden. Hier hinten sind Feinde. Seid ihr schon wieder geheilt? Ja, okay. Oh, diese Bastarde hier. Die wollen mich einfach nur nerven gerade, glaube ich. So, jetzt können wir Feuerpfeile einsetzen. Das ist sehr gut, eine sehr gute Nachricht. Wo ist mein dritter Trupp Bogenschützen? Wo ist mein anderer Trupp Bogenschützen hin? Habe ich den hingeschickt? Das ist jetzt blöd. Irgendwo? Hallo? Geil, ich weiß nicht, wo meine Bogenschützen sind. Gibt's doch nicht. Müssen doch irgendwo sein. Upsa. Wo zum Teufel sind meine... Ach, da stehen sie doch. Hier habe ich sie hingeschickt. Ups. Okay. Ich brauche das hier wieder. Das ist jetzt echt scheiße, ja. Und es ist jetzt echt nervig, dass die alle meine Gehöfte vernichtet haben und es ist wieder ewig dauert, bis ich wieder genug Nahrung oder Rohstoffe dafür habe. Aber was soll es hier? Diese dämlichen, nervtötenden Typen. Oh shit, ihr müsst auch das Upgrade kriegen. 500 kostet das, sagt du Kacke. So, die werden durch Feuerpfeile vernichtet, hoffe ich, so ein bisschen zumindest. Die greifen schon wieder mein Gehöft an. Oh. Okay, wow. Okay, da leben noch viel, ziemlich viele, aber ne. Kann man jetzt nichts machen, ne? Okay, ja. Dann müsste ich als nächstes hier noch Feuerpfeile holen für die Freisassen hier. Das kann ich. Oh Mann! Wie die mich nerven gerade. Ich komme einfach nicht voran dadurch. Das geht viel zu ewig gerade. Gut, okay. Ja gut, dann lasse ich das Gehöft erstmal weg. Ich kann auch ohne Gehöft hier euch noch locker platt machen. Die können mir eh nichts tun. Also die können zwar versuchen, mein Tor zu vernichten, aber wow, das wäre ziemlich sinnlos. Die werden jetzt einfach von meinen Bogenschützen abgeknallt und haben eigentlich gar keine Chance hier. Dann brauche ich noch 1000 für meine Rohirrim-Bogenschützen, dass die Feuerpfeile haben. Wo sind die überhaupt? Da. Okay. Was haben wir hier? Nichts Sinnvolles. Die verfolgen mich, glaube ich, hier. Die wollen mich mit ihren dämlichen Lanzenträgern hier killen. Diese Penner.
Okay, ihr seid fertig. Ihr braucht noch Bannerträger. Braucht noch Bannerträger-Upgrade und für ihre Rüstung geschmiedete Klingen brauche ich dann diesmal nicht machen. Hier ist noch ein Vorposten, da sind noch gleich zwei Sägewerke. Die verfolgen mich immer noch. Die wollen mich alle nur nerven. Gott. Ja, macht erstmal das Platz, ist okay. Ja gut, dann macht er erstmal das Platz. Ist mir eigentlich egal, macht's wie ihr wollt. Ja, die kriegen das alleine hin. Dann. Ja genau, ich brauche noch 1000 für meine Bogenschützen. Um die kümmere ich mich gleich. So, hier könnte ich jetzt ein Gehöft bauen, was ich aber nicht tun werde jetzt gerade. Weil das gerade eh noch nicht so viel Sinn macht. Vor allem, wenn die noch mit ihren dämlichen Lanzenträgern unterwegs sind, die Penner. Die sind jetzt alle schon Rang 4, ey. Wow. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Aber ich glaube, dass es mehr Schaden macht, je höher der Rang ist. Oder auch mehr Leben und sowas. Und mehr Rüstung und was auch immer alles. Ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. So, Bogenschützen, ihr seid gleich. Ach du Kacke! Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Flieht! Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Weg hier. Zurück zur Festung. Ja, wir reiten nach Hause. Schon wieder von diesen dämlichen Lanzenträgern verfolgt. Gott, kotzt mich an. Guckt euch an, ihr Penner. Wie dreist die sind. Das gibt's doch gar nicht. So, Bogenschützen. Kriegt gleich mal hier das. Ich setze auch nie die verschiedenen Formationen ein. Ich verplane sie irgendwie immer. Aber vor allem meine Bogenschützen könnten die jetzt mal benutzen, weil die ja da oben stehen und da nicht angegriffen werden. Ich meine, wenn die eh nie angegriffen haben, ist ja auch egal. So, und was habt ihr? Ihr habt keine Formation, ne? Plus 25% Schaden, plus 25% Rüstung. Minus 25 Rüstung. Das lasse ich aber jetzt mal weg und bei euch kann ich es machen, weil ihr seid eh Bogenschützen, also was soll's. So, ihr kriegt ja normalerweise eh keine drauf, außer ich passe mal nicht auf, so wie vorhin. Als nächstes seid ihr fällig. Ich glaube, die sind jetzt geheilt. Ja, also speichern wir jetzt erstmal. Also zum Großteil geheilt. Speichern wir jetzt erstmal. Und dann. Ich wollte doch hier noch ein Gehöft bauen, ne? Ja, weil ich die Stallung ja nicht brauche. Genau, das habe ich voll verplant. Okay. So, als nächstes brauche ich 600 für Banner-Upgrade für euch. Und nochmal 1000 für Rüstungs-Upgrade für euch. Für ein einzige Truppe, weil wisst ihr, für eine einzige Truppe muss man wieder so viel Geld ausgeben. Hier muss ich jetzt aufpassen. Geht nochmal zurück. Weil die Schwertkämpfer sind zwar kein Problem, aber die Lanzenträger. Ah, was macht ihr? Ihr sollt deswegen jetzt nicht darunter. Ach, bleibt einfach darunter. Obwohl, ihr könntet auch dorthin. Nein, nicht so weit. Nicht so weit, dass ihr die ersetzt, sondern dahinter, weil ihr kriegt ihr nämlich auch schon genug Bonus. Wie viel Bonus bringt das eigentlich? Steht es dran? 50 Rüstung, 125% Schaden. Wow, das ist gar nicht so wenig, ne? So. Was mit dem Gehöft? Das ist fertig, okay. Dann kann ich jetzt hier Bannerträger-Upgrade holen. Und mich zu Tode aufregen, dass ich einfach meine Gehöfte nicht verteidigt kriege und die Gegner dafür so viele haben. Aber die können ja auch nichts tun mit meiner geilen Festung hier. Ach ja, das größte Problem bei Rohan ist, dass sie keine feindlichen Festungen belagern können, weil dazu brauchen Belagerungsgeräte und die können keine bauen. Was ziemlich blöd ist im Gefecht, aber hier die Isengard und Mordor-Feinde, die haben ja auch keine Festungen, also da ist gar kein Problem, bei denen gibt es keine Mauern drumherum. Aber wenn man jetzt als Rohan gegen Rohan oder gegen Gondor kämpft, dann hat man echt ein Problem, dann ist man richtig am Arsch. Ja, ja. So. Das neue Upgrade ist das Bannerträger-Upgrade, das kriegt ihr jetzt. Dann seid ihr gleich mal Level 2. Ihr ballert da schön vor euch hin. Ihr könntet langsam mal Level 3 werden. Das ist echt nervig, dass ihr das so lang geht. So, als nächstes brauche ich noch geschmiedete Klingen. Schwere Rüstung. So, ihr reitet jetzt mal raus. Das sollte nämlich dann auch gleich erledigt sein. Ich könnte natürlich meine Festung noch voll ausbauen. Ich würde hier überall noch Türme hinbauen. Habe ich früher immer gemacht. Bringt mir aber natürlich auf Dauer nichts. Und in den Let's Plays ist dann also eher ein bisschen störend, wenn ich wirklich so viel Zeit ausgebe dafür. So, ihr kümmert euch um die Lanzenträger, das ist gut. Ihr reitet einfach in der Gegend rum. Kümmert euch um die Penner erstmal. Während die Bogenschützen, die... Ach, kommt. Ihr seid so gut wie hinüber. Zwei von euch, kein Problem. Ha, seht ihr. So, die werden jetzt erstmal erledigt. Wieder ein Trupp von diesen Lanzenträgern, die super gerüstet sind, weniger. Soweit ich weiß, verbessert der Gegner seine Einheiten kaum. Wenn er nur zum Teil, zum Beispiel schwere Rüstung oder sowas. Was ist denn jetzt hier noch? Ja, wo schwere Rüstung? Ja, das brauche ich noch.
Gut, dann, ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich meine Bauern jetzt auch mal wieder in den Krieg schicken soll, Ah, das muss ich vernichten. Wollen wir doch nur auf die Nerven gehen, die Penner. So, jetzt haben wir gleich 1000. Dann kann ich die Rüstkammer hier, dann kann ich die Rüstung hier in der Rüstkammer machen. Erforschen. So. Jetzt haben wir da hinten, das war nichts Sinnvolles. Hier haben wir nichts Sinnvolles. Das stört erstmal das hier, das stört mich sowieso nicht. Guckt euch die Idioten an, die bauen einfach deine Zitadelle hin und bauen einfach nichts draus. So. Ich brauche nur noch die 300 Rohstoffe für eure schwere Rüstung und dann war's das, sobald das hier fertig ist. Und sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Also wie ihr seht, greife ich, wenn ich Rohan bin, fast nur mit meinen Rohirrim an. Meine Bauern haben gar nichts zu melden. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt habe, aber ab und zu brauche ich sie vielleicht. Und meine Bogenschützen stehen halt meistens im Lager und verteidigen das Lager, falls mal was passiert. Vor allem eben bei so einer Festung mit eigenen Mauern. Das finde ich dann wirklich sehr praktisch. So, die Rüstung, dann wäre das erledigt. Oh, shit. Bogenschützen. Lanzenträger. Oh Gott, seid ihr nervtötend. Vielleicht muss ich doch mal meine Bogenschützen da rausholen, damit die sich um die Penner kümmern können. Egal, so, ihr seid die Nächsten. Die Lanzenträger kommen nicht. Die sind so blöd. Das finde ich gut. Vielleicht doch gut, dass ich nicht auch schwer gespielt habe, sonst wäre das echt nervig mit den Lanzenträgern, glaube ich. Nichts Rückzug, erst recht Angriff. So, Eomer ist noch nicht eigentlich. Ich werde jetzt einfach mal die Feinde ignorieren, die hier noch rumstehen und nichts tun. Und greife einfach mal euer Lager an, ihr Penner. Ihr seid selber schuld, wenn ihr hier nichts Sinnvolles tut. So, ihr habt jetzt. Ja. Dann baue ich hier jetzt einfach mal einen Turm, weil ich genug Rohstoff habe. So, komm hier gleich mal. Komm. Machen wir hier gleich mal einen Wald hin. Was ist da hinten los? Ah, die Bogenschützen kriegen auf die Fresse, das gefällt mir jetzt aber nicht. Okay, irgendwo habe ich eine Einheit verloren. Ich muss bei diesen dämlichen Pfeilen hier, bei diesen Bilden hier aufpassen. Bei diesen. Ach, bei dem Zeug da. Ah ja, das war die richtige. Weil, wenn die Rang 3 sind, dann schießen die mit Pfeilen und machen ziemlich gut Damage und das ist nervig. So. Einfach angreifen, einfach den restlichen Scheiß ignorieren. Das sollte trotzdem funktionieren, weil wir sind stark genug, wir sind Rohirrim und so. Die haben gar keine Chance. Egal was sie da versuchen, von der Seite noch anzugreifen oder so. Ihr Lager wird vernichtet, keine Chance. Dann wäre die eh zu blöd, sind ihre Lanzenträger herzuschicken. Sind sie doch selber schuld. Schicken. Die holen immer nur so dämliche. Was denn? Wie nennt man die? Ja, leider laufen sie, da kann ich nicht sehen. Keine Ahnung, halt Uruk-Schwertkämpfer oder so. Anstatt dass sie noch mehr Lanzenträger machen oder auch mal mit den Lanzenträgern meine Rohirrim angreifen. Und ihr seid auch hinüber. Wisst ihr, oder? Lauf wieder zurück. Tja, einer ist wieder einer weniger. Sehr gut. Weiter so. So, jetzt werden die hier kurz platt gemacht und wir haben eigentlich schon so gut wie gewonnen. So schnell kann das gehen. Sobald man einfach alles abgegradet hat, kann man das kurz mal erledigen. Und nächstes Mal, wenn wir plus 20 kriegen, machen wir euch weg. Nee, doch, machen wir euch weg. Dafür machen wir eine vierte Armee Bogenschützen und holen uns nochmal ein Trovo hier drin. Und dann passt es. Dann wäre das nämlich erledigt. Dann hätte ich zumindest mal meine optimale Armee in dem Fall. Eigentlich wird es danach wieder komplizierter. Aber ein Trupp Bauern reicht mir eigentlich völlig. So, jetzt gerade einer meiner Rohirrim gestorben, das macht aber nichts. Und dann sollte ich jetzt gewonnen haben, was? Haltet eure Stellungen! Außer sie haben noch irgendwo einen Vorposten errichtet. Da reite ich gleich mal los. Nee! Okay, meine Männer reiten trotzdem einfach mal ganz cool aus dem Bild. Yay! Wir Rohirrim bereiten einfach weg, während wir gewinnen. Yay! Okay. Ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn ich keine Ahnung, sowas wie 300 Kommandeurspunkte habe, ob ich dann immer noch nur auf Rohirrim gehe, weil bei Rohirrim passt ja ganz gut mit den Kommandeurspunkten. Da baut man einen Trupp Rohirrim und hat dann genau die 20 aufgebraucht. Das ist eigentlich ganz passend. Naja, das war wieder ein relativ kurzer Kampf, aber auch nur, weil ich wirklich relativ durchwasche. Keinen Bock habe, so ziemlich alles zu killen, was ich sehe. Brauche ich auch nicht, weil so viel Erfahrung kriegen wir erstens nicht mehr ab einem bestimmten Punkt, also ab einem Level ab. Okay, ihr habt einfach gar nichts gerissen. Und zweitens, ups. Oh, da ist ja noch ein Minus drauf, ne? Das Minus muss weg. Ja. Was soll ich denn jetzt sagen? Keine Ahnung. Ja. Naja. Ich meine, es ist auch nicht nötig, da jetzt noch ewig rumzuspacken.
mit den Pennern. Vor allem nicht mit den dämlichen Lanzenträgern, da bin ich dann doch lieber ein bisschen vorsichtig. So, was jetzt? Muss ich nochmal mit ihr mehr angreifen? Okay. Ich dachte, jetzt kommt hier mal gleich mal Dings. Wieder ein Gefährtending. Dann hätte ich das nämlich gemacht. Vielleicht nochmal plus 20 Kommandos. Und wir haben jetzt mal 1,1 Rohstoffmultiplikator. Und da ist immer noch die Gemeinschaft auf dem Weg dorthin. Die werden am Fangorn, Wald wird hier was passieren. Das ist ungefähr hier. Am Rand von West Emnet. Ja. Gut, dann mache ich aber erst beim nächsten Mal weiter, oder? Ich muss jetzt erstmal kurz nach meinem Speicherplatz gucken. Aber falls jetzt kein weiterer Part kommt, wisst ihr Bescheid. Ich mache dann beim nächsten Mal weiter. Und ich sage jetzt schon mal ciao und bis dann. Haut rein.